Guten Tag und herzlich willkommen, Herr Schreiber. Sie sind seit Anfang 2014 Chefredakteur der Monatszeitung Deutsche Stimme. Meine Frage wäre, welche Aufgabe nimmt denn eigentlich die Deutsche Stimme in der publizistischen Landschaft der Bundesrepublik Deutschland ein? Ja, guten Tag, danke für die Einladung. Die Deutsche Stimme hat jetzt eine Gesamtauflage von etwa 20.000 Exemplaren. Und wie Sie an der Zahl schon ersehen können, ist es also so, dass sie natürlich nicht nur von Parteimitgliedern der NPD gelesen wird, sondern von einer Vielzahl von Abonnenten und ist auch im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich. Und ich würde sagen, dass die Deutsche Stimme als Monatszeitung für Politik und Kultur, wie wir uns ja auch im Untertitel nennen, die andere Meinung sozusagen darstellt, konkretisiert, die alternative Meinung eben zum etablierten Einheitsbrei. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass die Deutsche Stimme die einzige Zeitschrift ist in der deutschen Presselandschaft, die dezidiert nationale Positionen vertritt. Also es gibt natürlich konservative Publikationen, das ist klar, aber die authentische nationale Opposition hat eigentlich nur in der Deutschen Stimme ihr Sprachrohr. Ja, die April-Ausgabe ist ja, wie Sie schon sagten, auch an den Kiosken erhältlich. Großer Aufmacher ist das Thema NSU. Was hat es eigentlich damit auf sich? Was haben Sie denn anderes zu dem Thema mitzuteilen als andere Zeitungen? Ja gut, es sind natürlich, ich zeige vielleicht gerade den Aufmacher mal. Wir haben ja getitelt, die verdrängte Staatskrise, NSU, Kastelczyska-Mord, was weiß Bouffier? Dazu muss man wissen, Bouffier war ja zum Zeitpunkt des Kastelczyska-Mordes im Jahr 2006 hessischer Innenminister, seines Zeichens CDU. Jetzt ist er hessischer Ministerpräsident. Und die Verdachtsmomente erhärten sich natürlich. Nicht nur, dass der Staat in erheblichem Maße auch gewissermaßen Einfluss hatte auf diese Mordserie, ich drücke es jetzt mal so vorsichtig aus, sondern dass man auch Ermittlungen, die in die richtige Richtung weisen, nicht gerade gefördert, sondern eher sabotiert hat. Da gibt es also ganz viele Details, die man da nennen kann, die unser Autor Arne Schimmer herausgearbeitet hat. Also das fängt natürlich da an, dass der hessische VS-Mitarbeiter Temme am Tatort war, nämlich in diesem Internetcafé am 6. April 2006, als der Mord an Halit Yozgat stattfand und aber von der Tat natürlich nichts gesehen und nichts gehört haben will. Mhm. Das ist nun ein Detail, das ist noch nicht ganz so neu. Aber dann gibt es auch noch einen V-Mann Gärtner, der also an zwei Morden im Jahr 2005 ebenfalls am Tattag am Ort war und noch einen Geheimschutzbeauftragten des Landesamtes für Verfassungsschutz, der zumindest von den Verstrickungen Temmes gewusst haben muss. Mhm. Also man kann sagen, hier noch von einer, zumindest in ihrer gesamten Breite, von einer rechtsterroristischen Mordserie zu sprechen, ist eigentlich schon lange nicht mehr wahr, sondern man muss sagen, hier muss man von Staatsterrorismus eigentlich sprechen und vor allen Dingen wird nach wie vor sehr viel vertuscht. Mhm. Und völlig zu Recht stellt Arne Schimmer die Frage, wann tritt Volker Bouffier zurück? Können Sie uns vielleicht noch etwas sagen zu dem Autoren dieses Beitrages, Herrn Schimmer? Ja, Arne Schimmer war ja in der letzten Legislaturperiode NPD-Landtagsabgeordneter und er war dann auch Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses und ist mit den Details sehr gut vertraut und deshalb kann ich den Beitrag wirklich nur empfehlen. Ah ja. Gut. Ja, was mir also bei der Lektüre aufgefallen ist, jetzt der aktuellen April-Ausgabe, ist ja, dass also dort eine doch sehr breite thematische Themenauswahl stattfindet. Also auch Themen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt in einer nationalen Monatszeitung vermutet. Also mich interessiert eigentlich, wie Sie zu diesen einzelnen Themen kommen.
Also zum Beispiel zum Thema Massentierhaltung findet sich ja auch ein Beitrag. Muss eine Nationalzeitung eigentlich solche Themen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Kernanliegen, auch nationaler Positionen sind, jetzt so vertreten oder in Vordergrund stellen? Das sagen Sie so, dass es kein Kernanliegen ist, aber das ist ja die Frage, weil die Nationaldemokraten haben das ja schon sehr frühzeitig in ihrer Programmatik aufgenommen, Umweltschutzthemen, Tierschutz etc. Und von daher ist es eigentlich ganz naheliegend, dass wir uns auch um solche Dinge kümmern. Beim Thema Massentierhaltung haben wir ja diesen schönen Beitrag von Stefan Paasche dazu, zwei Beiträge zu dem Thema gleich, geht es ja schlichtweg auch einfach um diesen künstlichen Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökologie, der in unserer Gesellschaft geschaffen wurde und der eigentlich auch nur in so einer völlig konsumorientierten Welt wie unserer sich so entwickeln konnte, in der Mitgeschöpfe letztlich nur noch als Ware gesehen werden, behandelt werden. Man kann ja hier wirklich nur noch von Tierproduktion und Tier- und Fleischproduktion sprechen und nichts anderem mehr. Und er stellt er eben sehr gut dar, vor allen Dingen, aber ohne dass er jetzt auf die Tränendrüse drückt, sondern er stellt eben einfach auch dar, wie viele Initiativen es auch in dieser Richtung gegeben hat, hier Abhilfe zu schaffen, auch von NPD-Seite übrigens, und wie etablierte Parteien und eine entsprechende Lobby natürlich auch das verhindert hat, dass es damals zu einer Änderung kommt. Ja, ich hätte noch eine weitere Frage. Wie sieht das aus? In jeder Ausgabe der Deutschen Stimme findet sich ja auch ein recht umfangreiches Interview. Jetzt in der aktuellen Ausgabe ist es ein Interview mit Roberto Fiore aus Italien. Können Sie uns da vielleicht was zum Gesprächspartner, zu Herrn Fiore bzw. zum Interview sagen? Ja, also Herr Fiore ist ja der Vorsitzende der neu gegründeten europäischen Formation Alliance for Peace and Freedom, kurz APF. Das ist ein Zusammenschluss europäischer, nationalistischer Parteien und Persönlichkeiten, dem übrigens auch die NPD angehört. Und Fiore ist also einer der profiliertesten Vertreter der italienischen Rechten und gibt uns in diesem Interview Auskunft über seine Sicht der Dinge, was beispielsweise die Themen Islamisierung Europas angeht. Aber er klagt jetzt nicht nur über die Islamisierung, sondern er analysiert auch die Fehler des Westens, die da gemacht wurden, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Das ist ein Aspekt dieses Gesprächs, und ein weiterer Aspekt, er hat sich also vor Ort die Situation, die politische Lage in Griechenland angeschaut und stellt uns dort dar, nicht nur wie sich die neue griechische Regierung darstellt, welche Position sie dort einnimmt, sondern insbesondere wie man dort unter Missachtung eigentlich aller rechtsstaatlichen Grundsätze mit der griechischen Partei Goldene Morgenröte umgeht. Und also diese und weitere Aspekte werden dort angesprochen. Herr Schaller, Sie haben ja eben ausgeführt, dass also das Thema Ausland doch einen relativ breiten Rahmen auch in der Zeitung einnimmt. Auch das Thema Wirtschaft wird ja relativ ausführlich behandelt, also Stichwort Eurasien. Was können Sie dazu sagen? Wie sind da so die Positionen, die Sie in der Monatszeitung Deutsche Stimme vertreten? Also im Bereich Wirtschaft bzw. im Ausland haben wir zwei Beiträge, die für unsere Leser, denke ich, sehr interessant sind. Das eine ist der erste Teil eines Dreiteilers zum Thema Aufstieg der Wirtschaftsmacht China, wo unser Autor Thorsten Thomsen sehr anschaulich darstellt, wie dort in der Verbindung aus Tradition und Moderne, die dort ihren Weg gehen, im Grunde genommen in einer Art drittem Weg. Man muss ja wissen, China ist ja im Grunde genommen keine kommunistische Planwirtschaft mehr, sondern die haben da schon andere Vorstellungen, eine andere Strategie entwickelt. Also das ist der erste Teil eines Dreiteilers, der sich damit beschäftigen wird. Und weil Sie jetzt den Stichpunkt Eurasien genannt haben, da haben wir eine sehr schöne Doppelbuchbesprechung drin quasi, und zwar
zu zwei Werken von Alexander Dugin, dem russischen Intellektuellen und Traditionalisten. Einmal in seiner Neuerscheinung Konflikte der Zukunft, die Rückkehr der Geopolitik, und dann zu seinem, sagen wir mal, Standardwerk oder Grundlagenwerk, sollte man vielleicht besser sagen, die vierte politische Theorie, in der er also im Grunde genommen die bisherigen politischen Theorien für überholt erklärt, auch sagt, er kann mit Liberalismus nichts anfangen, mit Faschismus nichts anfangen etc., sondern da eine eigene Vorstellung entwickelt, und in diesem Zusammenhang spielt eben auch die Vision eines eurasischen Großraumes, einer eurasischen Zivilisation eine Rolle, weil er der Meinung ist, dass in einer multipolaren Welt künftig die Konfliktlinien und die Auseinandersetzungen zwischen Großräumen stattfinden werden, also nicht mehr so sehr zwischen einzelnen Nationalstaaten. Und das schauen wir uns eben an, das ist also, sind sehr interessante Gedanken, die er da entwickelt, wobei das auch einer kritischen Würdigung unterzogen wird, weil er will zwar eine ethno-pluralistische Welt letztlich, aber er will auch die Nationalstaaten überwinden. Mhm. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, wie soll das genau funktionieren? Besteht nicht die Gefahr, wenn da jetzt ein eurasischer Wirtschaftsraum geschaffen wird mit entsprechenden politischen Strukturen etc., dass das am Ende in einem ähnlichen Gebilde endet, wie es die EU ist, die wir eigentlich als Vielvölkergefängnis ganz gerne überwinden wollen? Gut, das ist ja jetzt schon, ich sag mal, die große Politik. Es ist so, dass sie natürlich in der Zeitung Deutsche Stimme durchaus auch, sag ich mal, handfestere Themen behandeln. Also mir ist beispielsweise ein Beitrag aufgefallen zum Thema Asylindustrie. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Worauf zielt also dieser Beitrag ab? Ja, das ist eigentlich ein Beitrag in einer Reihe zum Thema Profiteure der Zuwanderung. Während wir in vorangegangenen Ausgaben uns die Frage gestellt haben, wer kann ein Interesse an der Massenzuwanderung nach Deutschland haben, gehen wir jetzt hier konkret darauf ein, wer jetzt speziell in diese Geschäftemacherei mit dem, ich sage es mal so, dem institutionalisierten Asylmissbrauch verwickelt ist. Einmal geht es da um Personen, um zum Teil recht seltsame Charaktere, zum Beispiel einen ehemaligen Stasi-Offizier, wo man sich dann wirklich die Frage stellen muss, der engagiert sich jetzt sozusagen in der Flüchtlingshilfe, spielen da nicht ganz andere Interessen eigentlich eine Rolle. Aber es geht nicht nur um diese Personalien, sondern es geht wirklich um das System des Asylmissbrauchs und wer alles davon letztlich profitiert. Also das quasi die menschlichen Anliegen, die man scheinbar mal vertritt, im Grunde nur eine Maske ist für geschäftliche Interessen. Ja, also ich meine, es gibt natürlich Linke, die da hundertprozentig überzeugt sind und dahinter stehen, wenn sie Flüchtlingen helfen, in Anführungsstrichen. Aber es gibt eben auch eine regelrechte Asylindustrie, die richtig Geschäfte damit macht, und das arbeitet auch letztlich dann Hand in Hand. Wir konnten ja jetzt die Inhalte der aktuellen April-Ausgabe nur streifen. Können Sie vielleicht noch grundsätzlich was zur Deutschen Stimme sagen? Also was Themenschwerpunkte sind, was Sie eigentlich mit der Deutschen Stimme, mit dem Leserkreis der Deutschen Stimme eigentlich gemeinsam erreichen wollen. Worum geht es eigentlich der Deutschen Stimme, abseits jetzt von konkreten Themen? Abseits von konkreten Themen geht es eigentlich wirklich darum, was ich schon eingangs gesagt habe, wirklich immer diese andere Seite darzustellen, die von den etablierten Medien im Grunde genommen überhaupt nicht mehr angesprochen wird. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass der Begriff der Lügenpresse in aller Munde ist. Auch gerade in Mitteldeutschland die Sensibilität der Bevölkerung dafür wächst, dass das, was in den Medien dargestellt wird, mit der Wirklichkeit immer seltener in Einklang zu bringen ist. Und die Deutsche Stimme, die möchte eben ganz einfach nicht nur diese Lücke füllen, sondern sie möchte es natürlich aus einer dezidiert nationalen Position heraus tun,
und hier wirklich eine alternative Sichtweise eröffnen. Gut. Ich danke Ihnen, Herr Schreiber, für die Beantwortung meiner Fragen und wünsche dem Projekt Deutsche Stimme weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank.